Hallo und herzlich willkommen hier bei Technikobst. Heute mal zu einem kurzen so Infovideo, was ich ja eigentlich eher auf Obstblock mache, aber das hier musste auf Technikobst, denn es geht um was Zentrales, was sich halt nur bei Technikobst abspielt. Und zwar geht es so um ein Revamp, ein Neuauflegen des Äußeren von Technikobst. Für alle, die schon von Anfang an dabei sind, die wissen es. Ich habe ganz am Anfang, glaube ich, damals in der ersten oder zweiten Woche von Technikobst aufgerufen, mir ein Logo zu erstellen und so weiter und so fort. Und dabei ist das bis heute aktuelle Technikobst-Logo entstanden und auch das Ganze drumherum habe ich im Laufe der jetzt schon über ein Jahr, ich glaube mittlerweile anderthalb Jahre oder so, nee, ich glaube im Oktober sind sogar 2 Jahre, in der Zeit habe ich das Kanaldesign und so weiter und die Website diverse Male verändert, nur das Logo blieb immer gleich. Jetzt habe ich zusammen mit einem Kollegen, der Design studiert, Webdesign, wie auch immer, dieses Logo hier zusammen entworfen. Es hat mehrere Monate insgesamt in Anspruch genommen, von der ersten Idee bis jetzt hier zur Fertigstellung. Und es ist auch immer noch nicht ganz komplett fertig, also das Logo schon, aber es kommen noch so einige Sachen vielleicht dazu. Und ja, schaut es euch an, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr es findet. Das Logo, die ganze Gestaltung und so weiter und fort. Ihr findet das Logo jetzt natürlich auf technikobst.de. Hier oben seht ihr es. Da, so sieht es aus. Hier auch natürlich auf meinem YouTube-Kanal haben wir es hier. Einen neuen Banner hier oben und natürlich auch das Logo hier als Profilbild. Genauso natürlich auch auf Facebook hier einen neuen Banner und natürlich auch auf Twitter als Profilbild. Um es vorweg zu sagen, die App wird, wenn überhaupt, das neue Logo erst ziemlich spät bekommen. Das ist momentan echt sehr, sehr schwierig, da noch was dran zu basteln. Ja, Wallpaper soll es eigentlich auch geben, sind noch in Planung, aber das wird wohl auch noch ein bisschen dauern, wenn ihr Twitter und Facebook immer abonniert, folgen, Dings, ihr wisst schon, was gemacht habt, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten sieht die Planung noch mit ein, zwei anderen Sachen aus, die ich jetzt noch nicht verraten will. Ja, wie gesagt, ich wollte euch darüber informieren. Technikobst sieht jetzt neu aus, dass ihr euch nicht erschreckt, wenn ihr dann zufällig mal vorbeischaut und denkt, du, bin ich auf der falschen Seite. Nein, das ist hier nun das neue Technikobst-Logo. Ja, schreibt mir, wie es euch gefällt. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, man erkennt, was da rein zu erkennen sein soll. Ansonsten war es das jetzt von dem Video. Jetzt kommt das Outro. Bis dann und tschüss.